Moin Moin meine Freunde, heute mal wieder ein neues Everdell-Video, ein kleines Update. Wie ihr wahrscheinlich schon am Titel erkannt habt, ein kleines, ein bisschen bittereres Video. Wir werden vermutlich unseren Global One auf kurz oder lang abgeben müssen. Wir werden vermutlich vom Trimax Valley abgelöst innerhalb der nächsten paar Tage rein rechnerisch. Die Infos, warum das so ist, werde ich euch im Video anhand unseres Valleys erklären. Wir haben echt lange mit der Rallye-Leitung, sag ich mal, mit den Aktivsten gequatscht, gestern übel lange auf dem Discord gewesen. Wir können es einfach nicht mehr, das funktioniert alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben leider selber ein bisschen gepennt, wir haben ein bisschen spät ein paar Sachen gescheckt. Dazu kommen wir gleich, wir gehen jetzt rein ins Spiel, viel Spaß. Ja, erstmal zeige ich euch mal kurz mein Dorf, bevor wir über die Rallye-Thematik reden. Kurz, was passiert ist, ich bin mittlerweile Level 11 vom letzten Video bis jetzt. Dann mein Study sieht so aus, dass ich es jetzt bald auf 9 mache. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch durchforschen will, ich glaube nicht. Ich denke, dass ich das jetzt so schnell wie möglich auf 9 machen werde, weil ich die Brickyard erforscht habe, aber noch nicht gebaut habe. So war das. Deswegen, sobald ich die Brickyard gebaut habe, werde ich mein Study dann upgraden. So viel zu meinem Dorf, sonst ist halt wirklich nichts passiert. Ich könnte jetzt wieder die Bäume wegmachen, aber das erspare ich euch mal diesmal in dem Video. Ich habe auch gerade Otto und so, machen wir alles später. Darum soll es in dem Video auch gar nicht gehen. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema unser Valley. Ich zeige euch mal das Leaderboard. Es sieht halt gerade so aus. Wir sind gerade noch Platz 1 mit 68, danach kommt Stammtisch mit 67. Mit dem Leader von Stammtisch bin ich ja auch sehr gut connected, mit dem quatsche ich immer wieder. Die haben das gleiche Problem wie wir, kleiner Spoiler. Von denen kriegt ihr ja nicht ganz viel mit, die haben ja keinen Content Creator, soweit ich weiß. Die haben halt momentan dasselbe Problem. Von A Few Good Farmers weiß ich, dass die teilweise inaktiv sind, zumindest teilweise. Mit einem von denen habe ich nämlich heute auch noch gequatscht. Und bei Free2Pay weiß ich es nicht genau, ob die auch das Problem haben oder ob die von Anfang an ein bisschen smarter waren. Ich weiß auf jeden Fall, dass Trimax Valley das Problem nicht hat. Mit einem von denen habe ich mich nämlich auch unterhalten. Und da muss ich schon mal an dieser Stelle sagen, erst im einen Punkt Props am Trimax Valley. Die haben früher geschaltet als wir. Und zwar haben wir folgendes Problem. Ich zeige euch mal eben unsere Library. Die sieht nämlich gerade so aus. Wir haben bis Library 7 alles durch. Library 8. Haben wir noch längst nicht alles durch und wie ihr seht, machen wir gerade die Library auf 9. Warum machen wir das? Weil wir keine Bücher mehr haben. Wir haben einfach kranke Bücherprobleme. Wir kommen nicht schnell genug an Bücher. Wir haben das alles mal durchgerechnet. Es würde nur ein Weg geben, wie wir uns einigermaßen am Kacken halten können. Und das wäre wirklich, wenn alle 10 Leute sich durchgehend den Wecker stellen und das Premium-Schiff innerhalb von einer Minute abfahren, wie es Trimax Valley auch macht. Aber das kriegen wir in unserem Valley einfach nicht hin. Das ist Fakt. Wir haben, sag ich mal, so 6 Ultra-Aktive und 4 Leute, die sind auch aktiv. Die lassen keine Tokens fallen, die habe ich auch super gerne. Die haben auch alle schon ihre Kreditkarte ordentlich glühen lassen fürs Valley. Deswegen kann ich die auch nicht einfach kicken. Aber wir schaffen es nicht, das Premium-Schiff direkt zu holen. Das steht immer noch, keine Ahnung, 3-4 Stunden im Hafen. Und deswegen haben wir einfach Büchermangel. Wir haben jetzt gerade noch Woodcutters am Laufen. Wir haben jetzt Library am Laufen. Und wir haben Farmers geil zur Hälfte erforscht. Das bedeutet, wenn das so weitergeht, wenn wir es so weiterspielen, wie wir jetzt spielen, würden wir wahrscheinlich in 4 Tagen ungefähr eingeholt werden. Denken wir. Kann er sein, kann auch später sein. Das große Problem, was wir halt haben, ist, erstens müssten sich alle im Wecker stellen. Zweitens habe ich mittlerweile 500 Euro drin, Benny hat 600 Euro drin, Justin hat 600 Euro drin, LOL, COC hat irgendwie auch 500 Euro drin. Also es ist wirklich einfach sau viel Kohle und da bin ich ehrlich zu euch, ich könnte jetzt auch einfach sagen, naja, wir haben keinen Bock mehr, wir haben alles erreicht, wir waren einmal Erster oder sowas. Aber Benny und Justin sogar 700 schreiben die gerade. Es ist einfach, wir sind am Limit. Es funktioniert nicht mehr. Wir haben uns das ausgerechnet. Bisher ging es ja einigermaßen, aber ich zeige euch mal die Tasks mittlerweile. Das ist einfach, ich weiß nicht, ist noch irgendwas Hohes frei? Hier, ich nehme den jetzt einfach mal. So ein Task. Zack, 1,79 Euro weg. Das ist einfach auf Dauer, wenn man mal überlegt, wie viele Gebäude wir noch forschen müssen. Es sind noch 21 Gebäude, die wir noch erforschen müssen. Es ist einfach krank viel. Und dadurch, dass es immer teuer wird, sag ich mal, haben wir jetzt vielleicht die Hälfte
vielleicht auch ein bisschen mehr als die Hälfte gepaid. Es würde bedeuten, dass jeder noch, keine Ahnung, nochmal 300, 400 Euro, keine Ahnung, kann man nicht abschätzen, reinstecken müsste. Das geht nicht. Ich habe jetzt schon von bestimmt 5 oder 6 Leuten aus meiner Community das Angebot bekommen, dass die ins Rally reinkommen und krank reinpayen. Aber ganz ehrlich, ich kann nicht einfach jemanden rauswerfen, der auch schon 600 Euro oder was investiert hat oder 500, sagen, ja, komm, hau rein, such dir ein anderes Rally. Dafür kommt jemand anders rein. Also klar könnte ich das machen, aber ja, Digga, das kannst du nicht bringen. Das ist einfach assi. Die Leute, die jetzt im Rally sind, die bleiben im Rally. Wenn einer keinen Bock mehr hat, dann geht er. Da kommt jemand anders, der auch gerne Geld investieren kann. Ist ja alles cool. Aber ich werde jetzt keinem aus meiner Community aus dem Rally werfen. Nur weil wir keine Kohle mehr haben. Das geht nicht. Das kriege ich auf keinen Fall hin. Wir haben jetzt gerade einen Platz frei. Kann ich mal kurz auch beim Rande sagen. Der Platz ist reserviert für Johannes, der immer bei uns im Rally war. Aber der jetzt heute mal 10 Stunden nicht online war, was im Prinzip auch kein Problem mehr, weil es dann halt einmal so ist, war bisher noch nie so. Aber leider hat er ja einen Task blockiert und dann wären wir jetzt im Video nicht global 1, kann ich euch auch so sagen. Deswegen haben wir ihn kurz gekickt, damit ich den Task beende. Deswegen, wir sind jetzt gerade 10 Leute. Früher oder später wird Carlos, hat er schon gesagt, aufhören. Dann wird dafür dann ein Ersatz reinrücken. Aber auch so ein Uluk und ein Elias, die werde ich nicht kicken. Uluk hat nur 50 Euro drin. Hat aber trotzdem bisher nicht einmal Tokens vorlaufen lassen. Die werde ich jetzt nicht kicken. Sind wir ehrlich? Erstens, Trimax hat vielleicht ein bisschen mehr Geld. Hat er sich definitiv verdient. An dieser Stelle wirklich, ich gönne dir alles. Ich habe auch keine Ahnung, ob jeder bei Trimax im Valley zahlt oder ob Trimax den Geld zahlt. Will ich gar nichts unterstellen und ist mir auch letztendlich scheißegal. Interessiert mich ja auch gar nicht. Um die Geldsache geht es mir gar nicht. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass Trimax Valley einfach smarter gespielt hat. Weil die vor 2 Wochen, wie es mir einer von denen gesagt hat, schon angefangen haben, richtig krank auf Bücher zu gehen mit dem Weckerstellen fürs Premium-Schiff. Wir hatten immer die Regel bei uns im Valley, Construction-Tokens müssen alle rausgehauen werden, da muss für gepaid werden. Und wenn du mal kein Geld für ein Schiff-Token hast und da mal vorläufst, dann ist das so. Letzten Endes ist das genau das, was uns das Genick bricht. Das sind nämlich diese scheiß Schiff-Tokens. Das ist die Sache. Ich meine, wir haben ausgerechnet, dass das normale Boot irgendwie 2300 Bücher gibt. Und was brauchen wir an Bücher für einen so ein Scheißding? 12.400. Und hier ist schon 16.800. Und das wird nicht weniger. Da brauchst du 20.000. Das ist utopisch. Ich denke, auch Trimax Valley wird in, keine Ahnung, 5 Tagen oder sowas auch mal Bücherprobleme haben. Aber dadurch, dass die einen Büchervorsprung haben, soweit ich das jetzt weiß, ich habe jetzt letztens irgendwann mal bei Trimax im Stream geguckt. Die sind definitiv mit den Büchern weiter. Daher wird es langfristig darauf hinauslaufen, dass wir den Platz abgeben. Was ich nicht schlimm finde. Bin ich ehrlich, wir haben richtig geil gekämpft bisher. Wir haben richtig fett gepaid. Es hat übertrieben Bock gemacht. Aber jetzt werden wir so weitermachen, dass wir jeder ein bisschen mehr auf unser Dorf gehen. Weil wie ihr seht, mein Dorf ist noch dafür, dass unser Rally so krass ist. Absolut Lulu. Ich kaufe mir nie diese Rollen. Ich kaufe mir nie das Nektar, weil ich die Kohle fürs Valley brauche. Was auch weiterhin so sein wird. Gold hole ich mir hin und wieder, weil ich das sonst nicht kriege. Aber ich werde jetzt auch gucken, dass ich mit meinem Dorf mal ein bisschen weiter vorankomme. Aber wir werden trotzdem zusehen, dass wir unsere Construction Tokens raushauen. Das heißt, wir werden weiter reingrinden, aber nicht mehr mit Wecker schwitzen. Ganz einfache Sache. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Ansonsten war es mir eine Ehre, an der Spitze mitgekämpft zu haben. Und es ist mir immer noch eine Ehre, weiterhin an der Spitze zu kämpfen. Ich meine, Benny hat fast 60.000 Herzen. Das ist immer noch Max, das ist immer noch Platz 1, glaube ich. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ich glaube aber doch. Es ist geisteskrank, wie krass das voranging. Natürlich bringen Herzen nichts, aber es ist trotzdem cool. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Und ich werde euch auf den Laufenden halten. Es wird weiter Everdale-Videos geben. Mein Dorf wird jetzt definitiv gepusht. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich kann euch mal zeigen, was die Schiff-Tokens mittlerweile sind. Es ist wirklich geisteskrank, Alter. Diese Teddys. Ich meine, ich habe noch nie so ein Ding hergestellt, aber anscheinend ist es echt hart, die zu produzieren, hat Uluk gesagt. Also es ist schon hardcore. Aber wir haben mit unserem Rally zumindest den Stand, dass ich jetzt durchgehend meine Mitarbeiter leveln kann. Das ist schon ziemlich nice, muss ich sagen. Das ist wirklich nice. Meine Mitarbeiter sind jetzt schon alle besser als Franz der Fixer und das bockt auf jeden Fall. So viel dann dazu. Ja, meine Freunde, das war's mit einem etwas anderen Video.
Ich denke mal, diesmal wirklich kaum Cuts. Einfach nur rausgehauen. Kleinen Real Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen. Dies, das, Abo, Daumen nach oben, was weiß ich. Ihr kennt es. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Everdell-Video, wo ich dann wieder ein bisschen mehr auf mein Dorf eingehe, wo ich euch ein bisschen mehr Gameplay zeige. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Zai.